Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge GTA 4. Ja, in der letzten Folge haben wir unsere Wohnung, unser Taxiunternehmen und alles Mögliche verloren und ja, mussten ein wenig fliehen und haben hier unseren Manny kennengelernt und wir haben auch eben nochmal eine Mission von Little Jacob bekommen. Mist, ich bin immer noch sauer auf diesen Hundesohn Dimitri. Du bist ein 1A-Fahrer, dass du mich da rausgebracht hast. Pass auf dich auf und melde dich mal. Easy. Little Jacob, jawohl. Und mit Manny haben wir hier eine neue Mission offen und ich würde sagen, wir starten wie immer direkt rein. Okay, guys, I just want to get one more shot, okay. Please. This is going to look great right over here. Well, officer, please, I need you this way. Thank you. Tight up, Manny. I need you guys tight. It's going to be great. Okay, thank you. A little closer. A little closer. Thank you so much. Cool. Wonderful, wonderful, beautiful. Now, we are going to be da-da-da-da-da. Yeah, all I can say is I hope you'll continue to make the community a better place. Hey, man, you know, for a cop, you ain't so bad, man. You know, give it up. The streets, man. Word, give it up. Hey, Officer McCree, this is Nico right here. This is my man, Nico. Oh, good to meet you. I hear you're helping this guy with his vital work for our city. Oh, no, I'm just a tourist. Look, Manny, I gotta go. All right. Keep doing what you're doing. Thank you, officer. Thanks. Yeah, you know, it was a real big thing for me, you know what I'm saying? A real street cat to start working with the gatekeepers of the community to make things better. I mean, where I'm from, out here, man, police is a dirty word, man. Manny, you know? I got things to do. You off. Yo, man, I was just getting my flow on, man. I ain't rapped for years. I was one of them cats who invented that shit, man. It went commercial. Yeah, like charity work. Shit, man, I'm the voice of the streets, man. Yo, if I'm gonna make some money, that's the way shit's gonna be. All right, I'm just saying. See, whatever, man. Fucking punk. Yo, listen, homeboy, I need you to do me a favor, man. Listen, man, I need you to help me out, man. I need you to get some bitches taken out, moved on, whatever. Because, yo, I promised Mr. McCready I was going to get this place cleaned up, and I will. Okay, how many? A bunch, man, a bunch. They're hanging out and making bad shit happen all over South Bohan, man. They're over on Windmill Street right now. All right. What did they do? Man, they disrespected the codes of the streets, man. The streets, man, they owe you, man. They owe you big time. As long as they pay. Over here, man. I'm on you. Yo, that's what I'm saying, man. Streets, we got codes, man. You know what I'm saying? We live by these codes. You know what I mean? Jo, genau. Gut, begeben wir uns zur Windmill Street. So. Also diese Folge wird aber vermutlich nicht so lang werden wie die letzte Folge ging über eine halbe Stunde. Aber war ein bisschen zu lang, ging auch ein bisschen länger als ich ursprünglich gedacht hatte, weil ich dachte, dass die letzte Mission ein bisschen kürzer wird. Aber nein, wir haben ja ewig an diversen roten Ampeln gehangen. So, komm mal, jetzt machen wir uns hier einfach. So. Okay. So. So, das hast du jetzt dir selber zuzuschreiben. Okay. Genau, der Cop, der macht das da schon. Sehr gut. Zack. Ach komm, das war Notwehr. Das war Notwehr und da hinten flieht einer. Das heißt, dann krallen wir uns jetzt mal direkt. So. Komm, komm, komm. So, hier unten fährt er lang. Das ist jetzt aber auch kein Fußweg da, ne? Wollte es nur mal angemerkt haben. So. Verschwinde. Komm, weg, weg, weg. Komm, ich sehe euch nicht jetzt. So, jawohl, der ist hin. Und der jetzt auch. So, weg hier. $1,100 haben wir dafür gekriegt. Schön. Schön. So, jetzt haben wir nur noch die Mission mit Brucey offen. Da würde ich sagen, wir setzen uns auch direkt den Wegpunkt, weil da fahren wir dann jetzt einen kleinen Moment hin. So. Aber sollen wir hier lang? Na gut. Manny, I got rid of your street problem. Now help me out with my financial one. Yeah, go business with you, kid. That's okay. Money's what makes you.
Naja. Wir bleiben real, natürlich. Wir bleiben immer real. So. Guck mal, wir kürzen hier sogar ab. So real sind wir. Na, egal. Komm, heizen bald einfach durch da. So. Ach, verdammt. Okay, das war blöd jetzt. Weil wir müssen da unten durch. Tja. Jetzt hängt ihr da auch ein bisschen fest. So. Jetzt einfach durchheizen. Ach, bis die hinterherkommen, haben wir schon einen guten Vorsprung. So, genau. Jetzt einfach durchziehen. Das Blöde ist, wir werden hier immer wieder in welche reinfahren. Weil dann Liberty City wimmelt es einfach vor Bullen. Auch wenn du ein niedriges Fahndungslevel hast, es wimmelt einfach vor ihnen. Komm, komm, komm. Und wie viele jetzt hier hinter uns her sind, das ist ja... Komm, gib Gas, gib Gas, gib Gas. Dass wir wenigstens mal aus diesem Umkreis hier rauskommen. Genau. Und bloß entfernen. Ah, Mist. Komm, komm, komm. Können wir hier irgendwie... Na, wir müssen hier lang... So, guck mal, da kommt schon wieder der nächste. Egal, wir fahren jetzt einfach mal in Richtung Brucey weiter, halten uns einfach an die Strecke und hoffen, dass wir die irgendwie abgeschüttelt bekommen. Aus dem Weg, genau. Ah, oder fahren wir einfach mal hier lang, ha? Vielleicht werden wir hier entlang ja nicht verfolgt. So, hier warten wir jetzt. Oder wir machen es genau. Wir warten nicht, sondern wir nehmen hier die Abkürzung. Wer ruft uns jetzt wieder an? Dimitri. Nico Bellic. We did not find your body with the others in the warehouse. Mr. Bulgarin and I were very disappointed. I was loyal to you, Dimitri. Why did you turn on me? You think I could survive in a death pit of a city like this by aligning myself with a bottom feeder like you? You who has so many enemies. You robbed Bulgarin. You killed Mikhail. You know no more of loyalty than I do. You know why I killed Faustin. It was not my choice. I will find you, Nico. I have burnt you and your cousin out of Hove Beach. I will smoke you out of any other hiding place you have in this city. See you soon, Nico. Ja, ja. Ja, ja. Das kriegen wir schon hin mit ihm. So, jetzt erstmal ab in die Mission. Hey, man. Hey, guys. Taxi! Hey! Hit me! What? Hit me, come on! Nico, you wanna go on a date? Come on, what's wrong with you? Okay, who is she? That's the thing, it's a guy. Fuck you. No, dude, listen! The cousin of that guy you killed, Lyle Rivas, owes me a lot of money. And the dick won't pay. Instead, he said he's gonna have me killed, that bitch. Hi-ya! Oh, yes. Brucey, you got to chill. For real. Yeah. Now listen, NB, this guy isn't hiding, but he's a serious... He's a serious cockhound. Oh, so you think of me? No, but the guy knows me, and I don't think anyone would date that fat slob. So, I'm just doing your profile. All right, let me see. I am a vulnerable guy who needs to be held by big, strong arms. Yeah. You got to be kidding me. I knew we should have made him a giver, not a taker, Brucey. Oh, shut up! Now listen, Nicky. I need you. And I will pay heavily for this. Okay. And Roman, cousin, you're a dick.
Nicky! Shit. Brucey ist einfach völlig wahnsinnig. Begib dich zum Internetcafé. Na gut, das ist irgendwo da hinten. Ja. Können wir hier, guck mal. Wow. Dann nehmen wir halt das Motorrad. So, guck. Jawohl. Nein, 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 nein. So, fahren wir damit. Ah, okay, dann machen wir halt ein Date mit diesem Typen aus, ja. Dann, ja, wechseln wir halt mal eben das Ufer. Das, alles für einen höheren Zweck. So. Passt schon. Oh, hier das ausgebrannte Depot. Ja. Sieht großartig aus. So, vorsichtig. Ja. Und da sind wir auch schon. Alright, man. I'm at the Internet Cafe. What now? The website is Love Meat. Go to it, bro. The guy you want to date with is using French Tom as his screen name. You're an animal, man. Eat him alive, okay? Mhm. Und warum genau müssen wir dafür jetzt ins Internetcafé und können nicht einfach auf dem Laptop machen, wo... Guck mal, French Tom, der war das, oder? Job Abzocker, jawohl, komm, hier ausgehen. Okay, Mails haben wir noch ein paar. Von Roman. Ich rufe diese Michelle mal an, ich weiß, dass sie dich mag, bla. Ja, ja, machen wir schon noch. Hossan, wer ist denn Hossan? Okay, kurz überfliegen. Ah, die, unsere Mutter, ach du meine Güte. So eine lange E-Mail, lese ich nicht. Jo, Nico, was liegt an? Achso, wieder ein Auto, das wir klauen können. Ja, alles klar. So. Genau, raus hier. Upsi. So. Genau, lassen wir ein bisschen Zeit verstreichen. So. Okay. Kriegen wir jetzt nochmal einen Anruf? Rufen wir jemanden an? Bezüglich neuer Mission, oder? Na gut, schauen wir mal. So, wir könnten natürlich, jetzt wo es eh in der E-Mail drin stand, wir können ja einfach mal Michelle anrufen, oder? Michelle, it's Nico. You want to hang out with me? I haven't heard from you in a really long time. I miss you. Sure, I'd like that. Pick me up in an hour? Okay, see you in an hour. Jawohl. Begib dich gegen 0 Uhr zu Michelle. Machen wir. Und in der Zeit werden wir uns mal ein neues Auto organisieren. Weil mit dem Motorrad werden wir sie schlecht mitnehmen können. Guck mal, das sieht doch gut aus, ne? Der steht da gerade so. So, gucke mal. Stay calm, lady. Don't touch me! I'm out of here! So. Eine Stunde gegen 0 Uhr. Wir fahren ja jetzt trotzdem einfach schon mal hin. So. Schauen wir mal, ob wir sie jetzt vielleicht auch einfach schon abholen können. Oder ob es noch zu früh ist. Ne, es geht auch jetzt schon. Ja. Come on, let's get going. Okay. Schauen wir mal, wo fahren wir mit ihr hin? Clark and Bell, nee. Die Bar ist ein bisschen weit weg. Wir fahren in die Bar, würde ich sagen. Dann müssen wir einfach nur einmal gerade runterfahren. How are you settling in? Slowly. Your country is strange. And your city makes people crazy. How's Roman? Okay. He likes to gamble, though, doesn't he? I don't know about that. Mallory said he was in debt to some criminals. Do you know about that? No. That would really scare me. Organized crime, I mean. Me too. Do you think they'll try to involve Roman? I don't think Roman would make much of a criminal. I guess not.
Interesting weather, isn't it? Very. Ja. Und lass uns übers Wetter reden, richtig gut. Anscheinend haben wir uns viel zu erzählen, ja. So. Ach, guck mal, hier die Bar, da haben wir doch Vlad immer getroffen. Hä? Witzig. Looks okay. Ja. Okay, Okay, wir die Knarre, die stecken wir mal lieber weg, oder? Interesting bar. Do you think those guys were crooks? I don't know about that kind of thing. So, did you drink in there? I could swear it was just me knocking back that stuff. Shit, I do not know. I cannot really remember. You're a strange girl, Michelle. Gut dabei. Funny girl. Oh Mann, immer diese Effekte, wenn man besoffen ist. Eieiei. Ich hoffe nur, das löst kein Fahndungslevel aus, weil dann haben wir ein Problem. Okay, tut es nicht. Alter. Ja, komm. So. Genau, kann ich lieber Michelle fahren, weil ich glaube, die ist noch nüchtern. So. Dein Glück versuchen? Komm, versuchen was, hä? Can I come in? I shouldn't, but I like you. Great. We'll have fun. Hey, I got spreadsheets to do. Wir dürfen mit. Jawohl, Risiko lohnt sich, Leute. Risiko lohnt sich. So. Oh, great. Oh, you're special. Oh, tell me interesting things. Was? Nice girl, but, wir haben eine Errungenschaft bekommen. Warmer Kaffee heißt die. Mallory ruft uns an. Hey, Nico. Hey, you tired of Manny yet? I was tired of him as soon as I saw him. I got someone else who might have some work for you. Elisabetta Torres. She's got an apartment on San Quentin in Forsyth. Meet me there. Okay, so ich muss jetzt mal eben schauen. Ihr könnt das Steam Overlay nicht sehen. Verabrede dich mit einem Mädchen und erreiche, dass sie sich. Okay, dass sie uns nach Hause einlädt. Na gut, wir haben eigentlich gefragt. Sie hat uns nicht eingeladen. Sie hat uns gefragt. Aber mein Gott. Wenn Steam der Meinung ist, dass die Errungenschaft damit erfüllt ist, dann ist es ja okay. So, schauen wir mal. Da ganz hochfahren, ja. Ich glaube allerdings, bis wir da ganz oben sind, das fangen wir auf einen kurzen Moment. Hier unten haben wir dann auch wieder keine Mission mehr. Wir können ja mal, warte mal. Little Jacob hatte doch, glaube ich, gesagt, dass wir uns bei ihm immer mal melden können, wenn wir was brauchen, oder? Ups, nochmal zurück, weil da stand noch Job gerade, hä? Little Jacob, Job, genau. Machen wir so einen nämlich mal. Alright, man, I need some money. Do you and Batman have any product that needs delivering? Irie, Batman wants to open you give us a call, you know? There'll be a package waiting for a mafia brother like you in a car by the cafe, you know? The job being shot, love. One love, my brother. Jawohl, sehr gut. Dann, so Bild habe ich umsonst gedreht. Das Päckchen ist im Wagen, weil da machen wir jetzt mal so einen kleinen Job, bevor wir jetzt erstmal minutenlang da hochfahren, um wieder eine Mission anzufangen und dann eskaliert die Länge dieser Folge wieder. Weil ich peile eigentlich immer so, ja, irgendwas zwischen 20 und 25 Minuten an. Neulich habe ich einen Kommentar von jemandem gekriegt, der gesagt hat, ich soll die Folgen doch bitte länger machen. Aber ich habe einen gewissen Output, sage ich mal, den ich raushauen möchte. Und wenn ich die Folgen immer ewig lang mache, dann schaffe ich das nicht. Na, weil wenn du täglich da deine Folgen bringen willst und Vollzeit arbeitest, dann musst du die Folgen halt auch mal ein bisschen kürzer machen. Beziehungsweise ich finde 20 bis 25 Minuten ist vollkommen in Ordnung. Naja, das ist wirklich kurz, ist es ja nicht. Ne? Wenn ich dran denke, wie es früher war, ne? Früher, als man noch ja, sich an diese 15-Minuten-Grenze halten musste und so. Das ist aber schon sehr, sehr lange her. So, genau, das Auto steht da hinten. So. Und jetzt, ja, ich sag mal, ich halte das für eine angebrachte Dauer. So, jawohl, schöne alte Schrottkarre. So.
Okay, mit unserer Drogen, mit unserer Karre voller Drogen sollten wir jetzt hier keinen Unfall mit der Polizei bauen. Das wäre schlecht. Bis 2.15 Uhr sollen wir da sein. Eine halbe Stunde haben wir Zeit. Na gut. Ja, gucken wir mal. Also halbe Stunde bedeutet 30 Sekunden. Ungefähr. So, komm, komm, komm. Und sowas kostet unnötig Zeit. Beeil dich, ja, ja, ich bin noch unterwegs, ich bin noch unterwegs. Aber ob wir das noch schaffen? Schwierig. Ja, hätte ich diesen einen dämlichen Unfall jetzt gerade nicht gebaut. So, ach, hier müssen wir drunter. Ich dachte gerade schon. So, aber wir sind eigentlich zu spät, oder? Nee, doch nicht. Gerade so sind wir nicht zu spät. Okay, $250. Und ein Pluspunkt für Little Jacob, sehr gut. Und da oben haben wir eine fliegende Ratte. Bam. Jawohl. Hey man, I successfully delivered the package. Wicked Nico, Batman will be mighty happy, you know. Call me if you want some more work. Jawohl, jawohl, sehr gut. Aber das werden wir heute nicht mehr machen. Wie gesagt, wir werden jetzt hier einen kurzen Cut machen. Die Folge gestern war ein bisschen länger, dafür machen wir jetzt ja die 25 Minuten nicht ganz voll. Genau, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und dann sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Und dann schauen wir mal, was diese Elisabetha oder wie sie heißt, für uns hat. Also, bis dann.